Liebe neue Studierende, als Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen, kurz JLU, freue ich mich sehr, Sie per Videobotschaft begrüßen zu dürfen. In diesem Sommersemester finden unsere Begrüßungsveranstaltungen und unsere Studieneinführungstage und Wochen erneut als digitale Formate statt. Wie auch zu Beginn des letzten Semesters erlaubt es die Corona-Pandemie leider nicht, dass diese Veranstaltungen in Präsenz an der JLU stattfinden. Weiterhin ist unser oberstes Ziel, die Gesundheit aller zu schützen, indem wir auf ein digitales Semesterkonzept setzen, in dem Präsenzveranstaltungen nur dann stattfinden, wenn der Kompetenzerwerb ohne sie nicht möglich ist. Nachdem unsere virtuellen Begrüßungsformate auf der Plattform Justus Digital letzten Oktober eine sehr erfolgreiche Premiere feierten, haben die Organisatorinnen und Organisatoren die bisher gesammelten Erfahrungen genutzt, um sie noch besser an die Wünsche und Bedürfnisse von neuen Studierenden anzupassen. Wir freuen uns, dass Sie dieses Angebot nutzen und möchten Ihnen hier Antworten auf Ihre Fragen und einen ersten Einblick in die JLU anbieten. Wie bereits in den letzten beiden Semestern bedeutet Studieren im Sommersemester 2021 Studieren in einer gesamtgesellschaftlichen Ausnahmesituation. Seit über einem Jahr ist unser aller Leben durch die Pandemie nachhaltig verändert worden. Wir haben in vielen Bereichen unsere Gewohnheiten angepasst, uns mit Veränderungen auseinandergesetzt und neue Wege gesucht. Neue Wege seit 1607, das ist das Motto der JLU. Vielleicht haben Sie es schon auf unseren Infomaterialien oder auf unserer Webseite gesehen. Die JLU versteht sich als Impulsgeberin sowie Wegweiserin mit über 400-jähriger Tradition, auch in Krisenzeiten. Es ist unser Anspruch, immer wieder über den Tellerrand zu schauen, offen für Neues zu sein und stets unterschiedlichen Perspektiven einen Raum zu geben. Besonders neue Mitglieder, wie Sie es nun sind, beleben diesen Prozess immer wieder, da sie frischen Wind und neue Ideen in die universitäre Gemeinschaft bringen. Auch dazu gilt meine herzliche Einladung. Als erster Schritt auf Ihrem Weg in die universitäre Gemeinschaft hinein können die Angebote auf Justus Digital dienen. Sie finden hier fachbezogene Angebote, einen Einblick in die Campusbereiche, Informationen zu unseren zentralen Serviceeinrichtungen, wie zum Beispiel der zentralen Studienberatung und zum allgemeinen Studierendenausschuss. Außerdem erwartet Sie eine Videoansprache der Gießener Oberbürgermeisterin, die Sie ebenfalls persönlich willkommen heißen möchte. Es ist ganz klar, wir alle befinden uns aktuell durch die Pandemie in einer sehr angespannten Lage, die für jeden und jede auch mit ganz persönlichen Herausforderungen im täglichen Leben verbunden ist. Insbesondere vor dem Hintergrund dieser Ausnahmesituation freut es mich sehr, dass Sie sich für ein Studium an der JLU entschieden haben und uns damit einen Teil Ihres Karriere- und Lebensweges anvertrauen. Dieses Vertrauen ist uns Ansporn, Sie bestmöglich in Ihrem Studium zu unterstützen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen genau das sagen, was ich auch Ihren unmittelbaren Vorgängerinnen und Vorgängern, den neuen Studierenden aus dem Wintersemester 2021, gesagt habe. Sie sind ab sofort Teil unserer universitären Gemeinschaft, auch wenn Sie die JLU zunächst nur aus der Distanz kennenlernen. Diese Gemeinschaft bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen. Zum Beispiel in den studentischen Initiativen oder den hochschulpolitischen Gruppen und für fast jedes Problem eine Ansprechperson, seien das Ihre Mitstudierenden, Ihre Lehrenden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Serviceeinrichtungen und in der Verwaltung oder die Studierendenvertretung in den universitären Gremien. Ich lade Sie ganz herzlich ein, diese vielfältigen Möglichkeiten wahrzunehmen und die JLU für sich zu entdecken. Für Ihr Studium wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg.